Ich zeige euch hier einen mechanischen Greifarm, der nach dem hydraulischen Prinzip funktioniert. Ihr kennt dieses Prinzip zum Beispiel von den Bremsen an eurem Auto. Als Hydraulikflüssigkeit habe ich abgekochtes Leitungswasser verwendet. Zur besseren Veranschaulichung wurde jeder Arbeitsstrang mit einer anderen Lebensmittelfarbe eingefärbt. Wie das Ganze funktioniert, ist einfach erklärt. Wird der Kolben auf einer Seite hineingedrückt, überträgt die Flüssigkeit diese Kraft 1:1 über die Leitung auf die andere Spritze und drückt dort den Kolben nach außen. Dadurch wird das mit dem zweiten Kolben verbundene Teil des Arms bewegt. Und jetzt noch ein paar Details.